Geil. Geiles Teil. Ja Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in meinem Video geht es heute speziell um die Sensorreinigung der Sony Alpha 7 Kamera. Ihr werdet es ja sicherlich kennen, dass wenn ihr euch mal Fotos auf dem Computer anschaut, dass irgendwelche kleinen runden Flecken auf den Bildern zu sehen sind. Und vor allem sieht man die, wenn man mit Blende 14, 16, 18 oder noch höher fotografiert. Da sieht man diese Flecken und die kommen einfach zustande, weil der Sensor mit der Zeit verschmutzt ist. Und ich habe echt das Gefühl, dass diese Sony Alpha Kameras, die spiegellosen Kameras, den Dreck nur so anziehen. Und der klebt dann auf dem Sensor fest und den kriegt man kaum weg. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, einmal mit einem Blasebike den Dreck oder den Staub abzublasen und wegzublasen. Ich zeige es euch mal, wie ich es machen würde. Wichtig ist auch beim Objektivwechsel, halte die Kamera immer nach unten, dass der Staub nicht direkt reinfallen kann. Also Staub soll rausfallen. Gut, da gibt es echt gute professionelle Blasebike-Lösungen. Die können was, spart da nicht am Geld, dass sich die Nase zum Beispiel nicht löst, wenn man hier ordentlich drauf drückt. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur von unten ordentlich reinblasen. Passt wirklich höllisch auf, dass ihr nicht mit der Nase den Sensor berührt, weil dann wäre er defekt. Also das so ein Blasebike sollte eigentlich jeder Fotograf oder Filmemacher hier in seinem Rucksack haben. Das ist Gold wert für den groben Schmutz. Wenn das alles nichts gebracht hat, was auch ganz gut sein kann, dass der Sensor wirklich arg verschmutzt ist, dann müsst ihr wirklich ran an die Materie, ran an das Gehirn. Und das zeige ich euch, wie ich es mache, denn diese Sensorreinigung steht bei mir eigentlich alle 2 Monate an. Früher bin ich noch ins Fotogeschäft gegangen und habe die Kamera immer abgegeben, aber dann war die immer eine Woche weg, die wurde zu Sony eingeschickt. War auch nicht ganz billig, der Spaß. Und irgendwann habe ich selber angefangen, den Sensor zu reinigen. Und bisher funktioniert es sehr, sehr gut. Ich habe keine Probleme damit gehabt. Die Kamera funktioniert top. Der Sensor ist sauber. Und ja, das Ganze geschieht natürlich auf eigene Gefahr, weil Sony sagt selber, den Sensor nass reinigen sollte wirklich nur der Experte von Sony, der Techniker. Aber ich mache es, wie gesagt, selber und habe damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Also, einfachste Methode, wie gesagt, war mit Blasebalg reingehen. Dann bleibt noch eine andere Methode, und zwar die automatische Cleaning-Funktion der Kamera zu nutzen. So, dabei müsst ihr natürlich ins Menü gehen. Hier bei der A7 S2 ist es hier unter dem Punkt Cleaning Mode. Performs Auto Image Sensor Cleaning. Okay, Enter. So. Das war es auch schon. Und wichtig ist eigentlich auch, dass ihr die Kamera bei dieser Cleaning-Funktion auch nach unten haltet. Und jetzt nach dieser Cleaning-Funktion ist der Sensor erstmal fixiert. Jetzt kann man die Kamera ausschalten und sich den Sensor mal angucken. Ich habe hier eine ganz, ganz praktische, sagen wir mal, Sensorlupe, um genau zu sehen, wo sitzt jetzt der Dreck auf dem Sensor. Ich sehe jetzt, dass da feine Körnchen noch auf dem Sensor drauf sind. Jetzt habe ich hier diesen Pinsel. Mit dem Pinsel kann man eigentlich getrost über den Sensor drüber gehen. Wenn man den anmacht, lädt er sich statisch auf und kann die Sensorflecken ganz gut von der Kamera runterziehen. Ich demonstriere euch jetzt einfach mal, wie ich jetzt hier so drüber gehe. Ja, und wenn ihr jetzt mit dieser Pinselvariante und auch mit dem Blasebalg nicht weitergekommen seid, wenn da immer noch Flecken drauf sind, bleibt eigentlich nur noch die Nassreinigung. Zumindest ist mir nur die Nassreinigung bekannt, die sich bei mir auch wirklich immer wieder bewährt hat. So, und jetzt nehme ich einfach diese Cleaning Swabs, die wirklich luftdicht hier verpackt sind, öffne die. Und jetzt braucht es tatsächlich nur 2 Tropfen. Ja? Einen
auf die Seite, einen auf die Seite, Flüssigkeit kommt weg, das reicht jetzt schon. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur mit dem Cleaning Swab einmal von links nach rechts und rechts nach links ziehen. Und das war es auch schon. Mehr macht ihr dabei nicht. Einmal. Zweimal. Das war es im Prinzip. Zwei Tropfen auf diesen Cleaning Swab. Und dann benutzt ihr den auch wirklich nur einmal. Einmal von rechts nach links, von links nach rechts ziehen und dann schmeißt ihr das Teil weg, weil auch der saugt den Staub irgendwie an und bitte nicht nochmal verwenden, sonst bringt ihr den Staub aus dem Raum hier direkt auf den Sensor. Das ist unnötig. Als letztes mache ich dann immer nochmal den Check mit meiner Sensorlupe und es sieht wirklich super clean aus, sehr, sehr gut. Der Sensor nimmt so keinen Schaden, bei mir jetzt, bei meinen Kameras zumeist nicht. Ich bin auch super vorsichtig, Objektiv kommt drauf, es sind keine Flecken zu sehen. Und jetzt sind wir schon fertig mit der Sensorreinigung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Vielleicht kann ich euch auch anregen, dasselbe daheim zu probieren bei euren Kameras. Wenn ihr euch unsicher fühlt, schickt die Kamera ein. Aber dann ist dann halt eine Woche weg und kostet 50 Euro. Wenn euch das Video irgendwie weitergebracht hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wir haben die 650 Abos. Yeah, eigentlich geile Sache. Vielleicht wären es ja 700 bis Weihnachten. Also ich sage Servus, euer Sigi und bis bald mal wieder.